Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste, seit nunmehr fast 2 Monaten gilt in der EU und somit auch in Deutschland eine neue Durchführungsverordnung. Den Nahrungsmittelproduzenten ist es nun gestattet, in zahlreichen Lebensmitteln Insekten unterzumischen. Mehlwürmer, Wanderheuschrecken, Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers können jetzt in gefrorener, getrockneter und pulverisierter Form verwendet werden. Typisch EU, typisch Brüssel. Wieder einmal ist das ohne Beteiligung der Öffentlichkeit passiert. Wir würden damit einfach überrollt. Nicht mit uns, meine Damen und Herren. Ungeziefer hat in wertvollen Lebensmitteln nichts zu suchen. Selbstverständlich steht es jedem frei, diese Produkte mit Schädlingspulver zu essen. Doch diese Wahlfreiheit kann nur unter der Prämisse stehen, dass die Käufer auch wissen, was da jeweils drin ist. Es kann doch nicht sein, dass der Einkauf im Supermarkt zur Detektivarbeit wird. Wir fordern in unserem Antrag klare Kennzeichnung vorne auf der Packung, klare Ansage, ob in der Ungezieferpackung Allergene enthalten sind. Das ist das Mindeste, was wir als Verbraucherschutz leisten müssen. Warum? Liebe Kollegen, warum empfinden denn viele Menschen in unserem Kulturkreis einen instinktiven Ekel, wenn es um Würmer und Schaben im Essen geht? Weil das komplette Insekt inklusive Magen-Darm-Trakt verarbeitet, pulverisiert und beigemischt wird. Wie irre ist das denn? Pfui, Daiwi! Bis zu 10% an Schädlingspulver und mehr kann unseren Lebensmitteln beigemischt werden. Ins Mehrkornbrot, in Getreideriegel, in Kekse, in Pizza, Suppen, Schokolade, bierähnliche Getränke, Molke, Pulver und vieles mehr. Es kann doch nicht sein, dass uns die massenhafte Insektenzucht als Klimaschutz am Ende verkauft wird. Wir erinnern uns, wir hatten schon einmal ein ähnliches Experiment. Man hat Kühe mit Tier- und Knochenmehl gefüttert, Pflanzenfresser mit Knochenmehl gefüttert. Wie pervers war das denn? Diesen Wahnsinn brauchen wir wirklich nicht mehr. Wie kann es sein, liebe Kollegen, wie kann es sein, dass unsere sogenannten Eliten, dass diese Eliten aus Brüssel und aus Davos sich mit Champagner und Rindersteaks vollstopfen, in Davos wochenlang vor dem Event die Escort-Agenturen ausgebucht waren, aber uns vorschreiben wollen, welche Autos wir fahren dürfen und dass wir Ungeziefer essen sollen? Nicht mit uns, meine Damen und Herren. Wir sagen Nein zu Schädlingspulver, wir sagen Nein zu Ungeziefer in Lebensmitteln, wir sagen Ja. Jetzt bitte zuhören. Wir sagen Ja für frische regionale Lebensmittel von unseren heimischen Bauern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Die Kollegin Luisa Litschina-Bode hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.